Wir wagen eine Reise ins Internet. In diesem Video oder am Ende des Videos wisst ihr, okay, wie kann ich HTML, was ist das eigentlich, wie kann ich das ungefähr einordnen, beziehungsweise wo kommt es her, wo geht es hin und was hat es mit HTML, CSS, JavaScript auf sich? Was ist die Aufgabe des Browsers und wo werden die Seiten eigentlich gehostet? Das ist das Einführungsvideo, nur ein ganz kurzer Überblick über das Thema. In weiteren Videos gehen wir dann konkret auf HTML und die ganzen Techniken und Technologien ein. Gut, also die Weiten des Internets. Nur ganz kurz, woher kommt's? Entwickelt eigentlich am CERN-Institut von Tim Berners-Lee und 1990 war das schon. Also einerseits ewig alt, andererseits kaum eine Technologie ist so jung und hat die Welt so verändert. Neben HTML braucht es auch einige Rahmensachen rundherum, also Rahmentechnologien, wie wird HTML-Seiten vom Client zum Server übertragen, wie werden E-Mails oder Nachrichten ausgetauscht, auch das. Das HTTP-Protokoll und die E-Mail-Protokoll etc. ist damals entstanden. Ja, und wozu war es gedacht? Also von HTML zu HTML5. HTML5 hat es geheißen, inzwischen heißt es nur mehr HTML. Und damals war so gedacht, war das Ganze eigentlich zum Publizieren wissenschaftlicher Dokumente. Ja, bisher musste man immer irgendwo in Bibliotheken, Büchern etc. herumsuchen und vor allem bei Querverweisen und Quellenangaben war das immer relativ mühsam, sich die zu suchen. Und die revolutionäre Geschichte eigentlich war die Verlinkung zwischen den Dokumenten. Das hat es vorher nicht gegeben. Das war das Revolutionäre an HTML, dass zwischen Dokumenten live verlinkt werden konnte. Ja, und heute wollen wir jede Art von Inhalt darstellen. Wir wollen nicht nur konsumieren, sondern wir wollen auch produzieren. Ja, damals war es einfach nur die Verlinkung, die Strukturierung, Darstellung von Texten, Tabellen, Bildern. Es war eine andere Art, wie mit Word zu arbeiten, sozusagen. Also so zum Schreiben von Dokumenten und wenn diese mal am Server sind, dann werden die auch nicht verändert oder sonst irgendwas. Ja, und jetzt wollen wir jede Art von Inhalten. Wir wollen Multimedia-Inhalte konsumieren, aber auch vielleicht live produzieren, direkt im Web. Wir wollen Gaming machen, Webgaming, ja, am besten Grafikkarten unterstützt. Wir wollen diverse Device-Access-Sachen machen. Wir wollen wissen, ob wir auf dem Handy sind, wo wir gerade sind, um entsprechende Inhalte anzuzeigen oder auch, ob das Handy im Hoch- oder Querformat ist. Also all solche Sachen, auch Offline und Storage wollen wir haben heutzutage. Also das hat mit dem HTML von damals in den 90er Jahren eigentlich noch, oder die Anforderungen haben nichts mehr miteinander zu tun, überhaupt nicht mehr. Ja, das sind inzwischen Welten dazwischen. Es geht aber sogar so weit, dass wir inzwischen 3D, VR, AR und Screensharing und ähnliches machen wollen. Ja, also, dass wir für Online-Web-Meetings kein Programm mehr brauchen. Dass wir im Web Virtual Reality machen können und Augmented Reality, am besten gleich Mixed Reality und so weiter und so weiter. Also sehr inzwischen Multimedia-Device getrieben. Was man hier aber auch sieht, durch die ganzen Anwendungsfälle, die hier schon da sind, aber auch noch künstliche Intelligenz, Desktop-Anwendungen können mit Web-Technologien gemacht werden, etc., etc., ist, dass die Web-Technologie eine der breitesten Technologien überhaupt ist. Egal ob Mobile-Apps und. Also ist es auch eine Technologie oder sind es Technologien, die sich wirklich auszahlen, dort Zeit zu investieren. Ganz kurz noch, wo kann man HTML einordnen? Denn eins ist immer ganz lustig zu sehen, wenn jemand sagt, ich programmiere HTML und dann fangen alle anderen zum Lachen an. Warum? Es gibt Programmiersprachen, es gibt Skriptsprachen und es gibt Auszeichnungssprachen. Und es gibt noch Abfragesprachen, das wäre dann SQL für Daten in einer Datenbank. Aber okay, sehen wir uns mal die drei an. Bei Programmiersprachen ist es normalerweise so, ich sage ganz genau, was wie geschehen soll. In meiner Programmiersprache. Das sind die ganzen Anweisungen, Schleifenbedingungen etc. Und dann kommt der Compiler und der übersetzt dann diese Programmiersprache entweder in nativen Code für die CPU, damit die CPU das versteht, weil die Programmiersprache versteht die CPU nicht, oder es ist eine Art Zwischensprache, die EL-Sprache, das ist in .NET und Java der Fall, die dann nochmal beim Ausführen on the fly vom Compiler übersetzt wird.
Und dann kann ich das Programm ausführen und es läuft auf dem Rechner. Ja, also ich habe hier ganz strukturiert die Anweisungen, die laufen durch einen Compiler. Wie schaut es dann bei Skriptsprachen aus? Bei Skriptsprachen gibt es auch Anweisungen, was und wie was gemacht werden soll. Also das ist grundsätzlich das Gleiche, nur jetzt fehlt der Compiler. Sondern es gibt hier einen Interpreter, der interpretiert die Anweisungen und führt diese aus. Also die Ausführung und das Kompilieren, die drei Schritte auf der linken Seite, die werden einfach gemeinsam gemacht von einem sogenannten Interpreter. So, was haben wir nun bei der Auszeichnungssprache? Da sieht es ganz anders aus. Da gebe ich nur Anweisungen, wie was dargestellt werden soll. Und dann gibt es ein Programm, der das dann entsprechend darstellt. Also mehr ist da irgendwie nicht dabei. Und damit man das auch jetzt einordnen kann, Java, C#, C, C++, das wären so Programmiersprachen, die kompiliert werden. JavaScript und Python zum Beispiel wären Skriptsprachen. Ja, und eine Auszeichnungssprache ist eben HTML. Bei den Sachen reden wir vom Programmieren. HTML programmieren wir nicht. Okay, somit zu dem. Die drei Geschwister, die im Web so unumstößlich sind, sind HTML, JavaScript und CSS. HTML ist dazu da, für den Inhalt darzustellen und dem Dokument entsprechende Struktur zu geben. Struktur und Layout haben noch nichts miteinander zu tun. Ja, aber hier definieren wir, was ist ein Absatz, was ist ein Paragraph, was ist ein Kopf, was ist eine Navigation etc. Was ist ein Bild und welches Bild wird angezeigt? Also das ist Inhalt und Struktur. Was wird in einer Tabelle angezeigt und also welche Inhalte? JavaScript fügt den ganzen oder kann jetzt den ganzen Verhalten hinzufügen. Mit JavaScript kann ich Daten hin und her schicken zwischen Client und Server. Mit JavaScript kann ich aber auch dann Sachen dynamisch ein- und ausblenden, Animationen dazugeben, was weiß ich was alles. Also alles Mögliche. Verhalten. Immer wenn sich etwas richtig tun soll, dann ist JavaScript am Werk. Und CSS ist jetzt für den Stil, für Präsentation und das Layout zuständig. Also HTML und CSS sozusagen bilden gemeinsam eine Webseite. Und es kann auch JavaScript dazugeben. Die meisten haben das heutzutage. Also, während HTML sagt, okay, hier gibt es eine Tabelle und das sind die Daten der Tabelle, sagt CSS, okay, wie ist die Tabelle formatiert vom Layout? Wie groß ist die Schriftgröße? Wie sind Abstände etc. 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 Wie funktioniert das Thema nun wirklich? Also wir haben auf der einen Seite den Client, besser gesagt den Browser, ja, einen Browser eurer Wahl und auf der anderen Seite die Nahrungskette der Webserver. Ja, da gibt es auch wieder verschiedene. Ja, Apache, Tomcat oder auch der Microsoft IIS. So, und dazwischen ist das große böse Internet oder das liebe Internet. Und immer wenn wir jetzt Webseiten haben oder HTML-Seiten haben, dann werden die auf einem Webserver gehostet. Und dann werden diese, wenn jetzt der Browser, wenn ihr auf eine bestimmte URL surft, dann wird die Seite vom Webserver geladen. Das heißt, der Webserver übermittelt eben die HTML-Datei, aber auch das JavaScript und die CSS-Dateien und die Bilder und alles, was noch dazugehört, übermittelt, wird zum Browser übertragen und der Browser stellt dann das dar, was dort eben drin steht, das dargestellt werden soll. Für die Übertragung wird das HTTP-Protokoll verwendet, HTTP/2 heutzutage. Und wir brauchen natürlich auch noch, wenn ihr youtube.com oder sowas reintippt, einen DNS als Technologie, dieser welcher dann den Server findet, wo denn das wirklich liegt. Da gibt es noch einige andere Technologien, die darunter liegen, wie TCP, IP etc. Es ist aber dann ein Netzwerkthema und ja, würde jetzt kurz mal zu weit führen. Die ganzen Technologien hier werden vom W3C übrigens verabschiedet. Der W3C ist das World Wide Web Konsortium, bei dem Tim Berners-Lee, der Erfinder im 1990, aktuell den Vorsitz hat. Gut, so viel zur kurzen Einordnung von HTML und was wir da alles brauchen, welche Technologien das sind. Das ist
gar nicht zu wenig zu Beginn. Ja. HTML, CSS, JavaScript, dann brauchen wir einen Webserver, dann brauchen wir einen Browser, dann brauchen wir ein Übertragungsprotokoll, einen DNS für die Namensauflösung und und. Wobei über die Protokolle und etc. Wie gesagt, das ist jetzt die hier braun dargestellten, sind eher Netzwerkthemen. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch hier recht viel zu wissen und recht viel zu sehen. Dazu dann mehr im nächsten Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.